Zum Nähen eines Behelf-Mund-Nasenschutzes brauchen wir ein Stück atmungsdurchlässigen, kochfesten Stoff, der 17 x 34 cm groß, ein Stück Draht, das ist ca. 15 cm lang, dann ein Stück Stoff, der ist 17 x 2 cm und nochmal zwei Stücke, die sind jeweils 80 x 2 cm groß, ein paar Stecknadeln oder auch so Klemmerchen, ein Bügeleisen und natürlich Nähgarn. Es ist natürlich schöner, wenn das dieselbe Farbe hat wie der Stoff. Ich habe jetzt aber mal helleres genommen, damit man später beim Nähen das ein bisschen besser sehen kann, was ich da so mache. Der erste Schritt ist das Bügeln. Wir beginnen mit dem kleinen Stoffteil. Das knicken wir einmal in der Mitte und bügeln dann einmal drüber, damit wir hier später eine schöne glatte Kante haben. Und dann bügeln wir noch das größere Stück. Das knicken wir allerdings nicht längs, sondern wir drehen das uns einmal so. Und knicken das dann so einmal in der Mitte und bügeln dann auch besonders hier über die Kanten. Kommen wir nun zum nächsten Schritt, da werden wir die Falten feststecken. Hier unten ist die Kante, die wir vorhin ein bisschen fester gebügelt haben und hier oben liegt alles nur offen aufeinander. Das wird sich aber später noch ändern. Für die Falten, ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl tatsächlich, man sagt so 1,5 cm sollen die immer so auseinander sein. Dafür nehme ich einfach den Stoff hier an der Seite und knicke den, die obere Hälfte einmal so ein bisschen nach unten und nehme dann die Stecknadeln und stecke das dann leicht einmal so fest, auf der einen Seite und auf der anderen. Ein bisschen drehen, dann kann man das manchmal ein bisschen leichter verstecken. Dann darüber die nächste. Die stecken wir auch wieder fest. Und die letzte, die dritte. Dann können wir auch direkt weiter mit der oberen Kante und dem Draht weitermachen. Wir haben ja hier vorhin das Stück gebügelt, dass wir jetzt hier so eine schöne Kante haben. Da legen wir diese Seite der Maske einmal so rein, bis zur Kante hoch. Und dann nehmen wir den Draht und legen ihn mit, so weit wie es geht, nach oben. Das ist nicht schlimm, dass der Draht nicht hundertprozentig gerade ist. So, und klappen das dann um und stecken das dann auch wieder fest. Und dann hier auch feststecken. Kommen wir also jetzt zum Vernähen. Wir setzen einfach hier oben an. Beim Nähen müssen wir aufpassen, dass wir nicht über den Draht nähen, denn sonst bricht uns die Nadel ab. Ansonsten einfach einen ganz normalen geraden Stich benutzen. Das Vernähen am Ende und am Anfang nicht vergessen. Sonst geht die Naht später wieder auf.
Jetzt kommen die langen Stoffstücke zum Einsatz. Die habe ich auch einmal in der Mitte geknickt und gebügelt. Und jetzt nehmen wir das, was wir gerade schon zusammengenäht haben, und legen das so ungefähr in die Mitte des Stoffstückes, so in die Kante rein, wie wir das auch hier oben schon gemacht haben, und stecken das einmal fest. Schön gucken, dass die Falten mit drin sind, dass man da gleich schön drüber nähen kann. Und auch das vernähen wir wieder von hier nach da mit einem einfachen geraden Strich und denken natürlich wieder am Anfang und am Ende auch an das Vernähen und achten, wenn wir hier nähen, auch auf die Nadeln, die wir für die Falten festgesteckt haben. Ich ziehe die beim Nähen dann einfach so nach und nach raus. Das gleiche macht man dann auch auf der anderen Seite, schneidet überall noch die Fädchen ab, die vom Nähen übrig geblieben sind, und dann war es das theoretisch schon. Wer möchte, kann natürlich noch diese Stellen hier noch zusammen nähen, aber das ist im Endeffekt nicht notwendig.